Ich hatte dich sehr gebraucht. Sonst schaue ich so bedeckt aus. Na gut, okay. Bitte? Ja. Ja. Hi! Herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Mr. und Mrs. Clear. Folge 7? Ganz cool, ne? Beeindruckend. Danke. Ich bin Crystal Clear, das ist Mr. Clear. Ui, der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist Mr. Clear, ich bin Crystal Clear. Und heute reden wir tatsächlich über die dümmsten Fragen, die uns jemals zu unserer gemischtrassigen Beziehung gestellt wurden. Es kam nämlich gestern oder vorgestern wieder so eine Frage im Herzen. Schenkelklopfer. Das geht sich einfach nicht aus, Leute. Es gibt dumme Fragen. Entschuldigung, das muss ich noch kurz sagen. Ich bin der Meinung, es gibt dumme Fragen. Nicht viele, aber es gibt Fragen, wo ich mich echt frage. Hast du unter einem Stein gelebt? Meinst du das ernst? Weißt du, dass es Google gibt? Weißt du, dass es das Internet gibt? Entschuldigung. Ja, ist okay. Fang einfach mit den Fragen an. Ich habe einen kurzen Moment gehabt. Sorry. Also, die Christiana hat die Fragen in der Hand, die mir gestellt wurden. Und ich habe ihre Fragen in der Hand. Und wir kennen sie teilweise nicht alle. Also, das muss man auch sagen, wir kennen nicht alle Fragen. Ich traue mich gar nicht. Ich fange jetzt an. Wird euer Kind schwarz oder weiß? Na, rate mal. Na, unser Kind wird eine Mischung aus beiden. Es wird quasi heller als ich und dünker als der Markus und wird vermutlich sehr viele Haare am Kopf haben. Hoffentlich. Pass auf. Aber wer hat... Nein, ist egal. Nein, okay. Jetzt bin ich dran. Ich habe es nämlich schon gelesen. Ich habe mir gleich am Kopf gegriffen. Ah ja. Ist der Sex besser mit einem schwarzen Mann? Das ja. ist so, nein, aber das ist so eine depperte Frage, ja, weil das kann man nicht vergleichen. Nein, kann man nicht. Oder? Sondern du hast noch nie mit dem schwarzen Mann geschlafen. Nein. nein, der Sex ist nicht besser mit einem schwarzen Mann. Der Sex oder ist aber auch nicht schlechter mit einem weißen Mann. Es ist von Mann zu Mann verschieden. Gut. Egal. Du bist dran. Ich bin dran. Wieso seid ihr nicht bei euren Rassen geblieben? Die beste Frage. Na, das finde ich nicht lustig. Es ist... Na, ich will es auch nicht runterspielen. Das ist... Entschuldigung, diese Frage wurde dir auch schon mal gestellt in meiner Anwesenheit. Ja. Wenn du dich daran erinnern kannst. Ja, das ist so hart rassistisch. Ich habe mir das nicht ausgesucht und der Markus hat sich es auch nicht ausgesucht. Wir haben uns einfach ineinander verliebt, unabhängig davon, wie wir ausschauen. Ich glaube, das ist scheißegal. Entschuldigung, darf man das sagen? Ja, man muss es sagen. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe dein Gegenüber hat. Stimmung? Schwierig. Jetzt kommt eine sensationelle Frage. Sprecht ihr zu Hause Deutsch? Nein. Nein. Jetzt können wir es den Leuten sagen, jetzt wo die Kamera läuft. Wir sagen es euch ganz ehrlich. Wir sprechen Klingonisch. Obwohl ich Star Wars Fan bin, sprechen wir eine Sprache Star Trek. Ah. Ach so. Nein, das alles richtig selber gemacht. Na, macht nichts. Ich hab gerade gesagt, das bei Star Wars. Nein, aber es ist egal. Danke dafür. Du musst das dann alles aufheben, was du da hast. Aber das sind Emotionen, Schatz, die müssen raus. Kann der Markus jetzt auch das N-Wort sagen? What the fuck? Wer fragt dich sowas? Niemand kann das N-Wort sagen. Wirklich niemand. Niemand. Wir haben das jetzt hier ein für alle Mal geklärt. Niemand sagt das N-Wort zu einer schwarzen Person. Danke. Nächste Frage. Ich finde das... Meine Stimmung wird wahrscheinlich nie wieder so schlecht sein wie in diesem Video. Musst du jetzt konvertieren? Konvertieren wohin? Religion. Ja, ich glaube, es hat die Religion bezogen. Ich bin evangelisch, der Markus ist katholisch, wir werden nicht weit kommen. Na, glaube ich auch nicht. Vielleicht werde ich irgendwann evangelisch, aber That's it. Nein, ich glaube, das ist im Wurscht. Braucht die Christiane die Staatsbürgerschaft? Hey, ich habe das Gefühl, ich habe die viel geschisseneren Fragen abgelegt. Entschuldigung. Nein. Ich bin in Österreich geboren, ich habe hier maturiert und studiert, gearbeitet. Ich bin österreichische Staatsbürgerin. Danke. Bitte. Schöne Grüße an wen auch immer diese Frage gestellt hat.
Gut. Alter. Warte. Kommen eure Eltern mit eurer Hautfarbe klar? Glauben die Leute, dass unsere Eltern ein Problem damit haben, dass du weiß und ich schwarz bin, oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber die Leute fragen sich anscheinend das. Also meine Mama findet es ganz okay, dass ich weiß bin. Wie geht's deiner Mama damit? Meine findet es auch okay. Ja, gell? Weil es wurscht ist. Meine Mama war so froh, dass ich einen Freund habe. Ich hätte einen Klingonen mitnehmen können. Sie hat gesagt, oh schön, hoffentlich werdet ihr glücklich und bekommt viele kleine Klingonen-Babys. Also, die Mama, das ist das Paare. So, habe ich die letzte Frage? Ja. Hast du vorher schon schwarze Frauen gedatet? Ist das ein Fetisch? Ich gehe jetzt. Tschüss, ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns nächste Woche mit einem etwas freudigeren Thema. Da ist meine Stimmung auch nicht so schwierig. Wenn sie weg ist, beantworte ich euch die Frage. Ich gebe jetzt ein bisschen Rum in meinen Kaffee. Für dich. Ist da nicht schöner drin? Nein. Also wirklich, Leute, jetzt ganz ehrlich. Fragen stellen ist ja okay, aber machen wir es halt noch ein bisschen den Kopf einschalten. Diese Vorurteile, das geht sich einfach nicht aus. Also, wir sehen uns dann nächste Woche. Baba, ich gehe jetzt die Christiana suchen. Ich glaube, die trischt gerade auf den Boxsack ein oder so irgendwas. Baba!